Zwei Jahre war ich und dann auch. Just. So, Freunde. Ah. Oh, jetzt kommt. Warum wurde Chili nominiert? Also, ich muss dazu sagen, es war nicht einfach, fünf Gründe zu finden. Aber ich, ja, ich denke, das sind die, die für alle sprechen vielleicht, oder für ein paar Stimmen, die ich vielleicht so gehört habe und habe versucht, die niederzuschreiben. Also, warum wurde Chili nominiert? Ich denke, er wirkt vielleicht in letzter Zeit etwas teilnahmslos und traurig, warum auch immer. Sie haben, ja, lass mal so stehen. Ich weiß, ihr seid das die junge Liebe und junges Glück, aber trotzdem ist doch die Abspaltung vielleicht für einige ja, doch zu lange schon vom restlichen Team in der Hinsicht. Ja, das ist ungefähr Punkt 1, nur hat weitergeführt. Diese Nachdenklichkeit, die vielleicht in letzter Zeit so ist, führt dazu, dass natürlich wenig Kontakt auch zu den Mitbewohnern auch ist, also in Sachen Gespräche und so weiter. Dann, ja, man muss leider, ich habe nicht mehr recht viel gefunden. Ich habe die Diskussion vom letzten Mal aufgreifen müssen. Vielleicht ein paar widersprüchliche Aussagen, an die sich vielleicht manche ja, aufhängen können. Oder und natürlich vielleicht auch eventuell unverständliche Prinzipien, die halt so das italienische Temperament mitbringt, können vielleicht auch dazu führen, dass der Chili nominiert wurde. Nichtsdestotrotz, und das, wie gesagt, ehrlich gemeint, so wie ich es geschrieben habe, viel Glück, Cannelloni, am Montag in einem fairen Wettkampf. Ja. Dankeschön. So, jetzt kommt die Lüge. Jetzt kommen die großen. So, Freunde, warum ich im Haus bleiben sollte. Also, muss ich das auch so runterhängen? Freunde, ich sollte im Haus bleiben. Warum? Ich bin Botschafter des Mottos: Freundschaft zwischen Männlein und Weiblein ist möglich. So ist es nämlich. Zweiter Punkt. Ich will zeigen, dass mein Leben und meine Zukunft nur mit meinem Vibe und natürlich der Jim hat sich auch unterschrieben, den habe ich gerade getroffen, nur mit denen zwei perfekt ist. Das will ich zeigen, indem ich einfach das weiterverfolge von draußen. Ah, der letzte Punkt. Dritter Punkt. Es sind immer noch viel zu viele Streiche geplant, die noch ausgeführt werden müssen. Und es ist keine Zeit. Jawohl. Vierter Punkt. Trennung von neuen hundertprozentigen Freunden, die ich erinnern gefunden habe und die mir sehr wichtig geworden sind und werden auch wichtig bleiben in meinem Leben. Und es wäre sehr schade und traurig, wenn ich jetzt verlassen müsste. Und natürlich letzter Punkt. Jürgen einmal in direkten Duell besiegen. Schwein! Das war's. Anrufen! Mir persönlich hat der dritte Punkt am besten gefallen. Welcher war das? Streicher. Dann haben wir auch Schwachsinn. Mal lassen, ne? Mal sehen. So. Danke. Oh, der hat auch geschrieben. Ja, für mich war es halt ein bisschen schwierig, gut, ne? Weil ich den Alex halt noch nicht so lange kenne. Und ja, also ich zeige jetzt meine Tafel nicht so, weil das ist sowieso total die schlimme Schrift hier. Oh. Oh. Alter, was hast du denn vor? Ja, ey, ich kann mir keine Dings... Eigentlich die Geräte besser gewesen, oder? Ja, eigentlich schon. Also ich fange mal halt mit dem Alex an. Also ich weiß selber nicht, beziehungsweise kann ich überhaupt anfangen? Ja, bestimmt, oder? Der wird sich schon melden. Warte. Wenn es anders wäre. Okay, ich mache einfach. Also, ja, ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie alle Leute hier im Haus in so welchen Sachen halt denken, warum Alex nominiert worden ist. Ich gehe einfach mal davon aus, weil so extrem viel kenne ich halt nicht vom Alex und ich muss halt das berücksichtigen und nehmen halt, was ich und was mir halt an den Bewohnern vielleicht auch, nicht unbedingt, aber vielleicht auch aufgefallen ist. Also, vielleicht halt, weil er draußen eine Beziehung führt und dieser Person also seiner großen Liebe hier im Haus beweisen wollte, kurz bevor er Schluss gemacht, beziehungsweise bis kurz bevor Schluss war, dass er sie liebt, aber er nicht vorsichtig genug damit umgegangen ist und sich nicht unbedingt daran gehalten hat,
wie seine Freundin sich in manchen Situationen fühlt, die nicht unbedingt sein mussten. Er weiß, wie er es meint, aber er sollte auch wissen, wie seine Freundin diese Situation sieht. Das hätte er mehr berücksichtigen müssen, vielleicht. Also in so einer Sache sollte man eher auf die Freundin Rücksicht nehmen, damit er es auch zu 100% beweisen kann halt. Vielleicht ist es deswegen ein Grund gewesen halt, weil er in manchen Situationen eher sich im Vordergrund stellt, wie zum Beispiel bei den Matches. Er sollte vielleicht auch mal an andere denken und auch ranlassen, auch wenn sie nicht so talentiert sind in allem. Anderen hätte, in allem. Die anderen hätten vielleicht auch Lust, mal abwechselnd mitzuspielen und auch was zu beweisen. Vielleicht ist es deswegen noch ein Grund. Weil vielleicht der Alex, ich meine gut, das sind halt Gründe, die ich jetzt nicht unbedingt von allen halt, wovon ich halt von allen spreche, weil ich ja die anderen, die Alten zum Beispiel halt noch nicht so extrem kenne. Weil Alex, wenn er ein Problem mit jemandem hat, nicht mit der Person redet, wie er es sonst von sich behauptet, so zu sein. Weil er vielleicht lieber in so einer Situation, wie mit seiner Freundin draußen, nach dem Problem hier alles stehen und liegen lassen sollte, um ihr nun wirklich dadurch das zu beweisen, warum er eigentlich ins Haus gegangen ist, wo sie sich halt jetzt gerade unwohl fühlt vielleicht. Denn jetzt anscheinend steht die Beziehung wirklich auf dem Spiel. So, hier noch. Oder vielleicht denken die, weil er immer nur die neuen Bewohner nominiert und den alten nicht unbedingt eine Chance lässt, sich hier im Haus zu beweisen. So. Also wie gesagt, das sind halt Vermutungen. Kannst du das letzte Mal wiederholen? Weil er immer nur die neuen Bewohner nominiert und den alten nicht unbedingt eine Chance lässt, sich hier im Haus zu beweisen. Ich meine, das kann ich gut verstehen. Man hat halt... ich weiß es nicht, man hat halt seine Freunde hier, seine festen Leute, die man nicht unbedingt auf die Liste setzt. Und deswegen nominiert man meistens immer die Leute, die halt neu sind, die man halt noch nicht so unbedingt kennt wie die Neuen. Und deswegen ist es halt meistens auch der Grund, warum halt die Neuen halt am Anfang immer rausfliegen halt. Es sei denn, es sind halt Matches da, wo das Publikum entscheidet, dass vielleicht die Alten gegeneinander antreten und so. Okay. Also ich habe hier echt die Tafeln gemacht. Warum ich im Haus bleiben soll? Ich würde sehr gerne und aus tiefstem Herzen den Zuschauern zu Hause und meinen Mitbewohnern beweisen, dass das, was ich gesagt habe in Sachen Beziehung, die Wahrheit ist. Und mich ganz anders, also wie ich draußen bin, in einer Beziehung hier im Haus verhalten werde. Ich will meiner großen Liebe Steffi nicht verlassen, weil ich sie über alles liebe und ihr zeigen will, dass sie das Wichtigste für mich ist. Und es würde so schwer für mich werden, wie noch nie in meinem Leben zuvor, wieder von ihr getrennt zu werden. Weil ich allen zeigen will, dass unsere Beziehung ein Happy End haben wird, hier im Haus. Um den Menschen auf der ganzen Erde zu zeigen, wie viel Kraft die Liebe hat. Und aber auch Schmerz entstehen kann. Aber auch hauptsächlich, wie schön Liebe sein kann, egal in welcher Situation. Ich bin in Sachen Problem immer derjenige gewesen, der offen mit allen über meine Gefühle und Sorgen geredet hat, auch in einer Runde, egal was man von mir im Nachhinein gedacht hat und mich dadurch vielleicht auch nominiert hat. Euer Liebesroman. Okay. Habt ihr alle zwei super gemacht? Cool. Das war echt schwer. Regelverstoß. Oh, tut mir leid. Geh mal mit in meinen Schlafzimmer. Ich geb dir gleich einen Spiegel, du. Ich weiß nicht, was hier steht. Alter Schwede. Alter Falter. Was da steht. Ja. Das war echt scheiße, so ein Teil. Obstsalat. Ja, ich würde gerne mal. Obstsalat ist im Kühlschrank. Was machen wir jetzt mit den Tafeln? Ich würde dich gerne mal dessen lassen. Ich würde mich da oben hinstellen.